Cro Security präsentiert 081 Live. Diesen Namen müssen Sie sich merken. Er ist Schauspieler, ist in Basel geboren, in Rheinach aufgewachsen und ist jetzt von der Berlinale zum Shootingstar 2015 auserkoren worden. Das heisst, er ist einer der 10 talentiertesten Nachwuchsschauspieler aus ganz Europa. Und er ist jetzt oben mir zu Gast. Guten Abend. Guten Abend. Also, es ist eine Wahnsinnschance, dort aufzutreten an der Berlinale, eben als Shootingstar. Wie war es, als Sie gehört haben, ich bin hier ernannt zum Shootingstar 2015? Also, zuerst musste ich wirklich mal durchschnaufen. Ja, also, ich habe es auf keinen Fall erwartet. Und es war zuerst recht schwierig zu fassen, was es genau ist. Also, in erster Linie war es zuerst mal einfach mal ein Begriff. Ist es ein Telefon oder ein Brief? Oder wie ist das? Es ist ein Telefon gekommen, ja. Mhm. Also der Produzent Kreis hat mir angerufen und hat das gesagt. Und hat zuerst gesagt, ich soll einfach mal schauen, dass ich hinsitze. Und ja, also es hat tatsächlich ein bisschen gebraucht, bis ich irgendwie eine Vorstellung davon hatte, was es jetzt genau ist. Mhm. Und ja, also es ist eine mega Freude und Ehre. Und, super. Ja. Was es genau ist, das schauen wir noch genau an. Aber vielleicht zuerst der Grund, warum Sie überhaupt so ernannt worden sind. Und zwar geht es um die Darstellung im Film «Der Kreis», haben Sie vorher angetönt. Das ist ein Film, der mehrfach preisgekrönt worden ist. Er zeigt unter anderem auch so die Schulenszenen in Zürich. Was ist das? Was haben Sie beim Drehen so mitbekommen? Was war das für eine Szene gewesen in den 50er Jahren, Schulenszenen in Zürich? Ja, also es ist noch ein ganz anderer Umgang halt mit Homosexualität überhaupt, also in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft. Die wenigsten haben sich geoutet oder können outen, weil es damals immer noch eigentlich geheißen hat, dass man sehr hohe Gefahr läuft, den Beruf zu verlieren und Ansehen zu verlieren und Familie zu verlieren, wenn herauskommt, dass man homosexuell war, tatsächlich. Also ist die Szene hat sehr im Untergrund und eigentlich vor, ja, oder hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Ja, ja. Also zum Schutz von den Leuten, tatsächlich. Und trotzdem war die Schweiz eines der wenigen Länder, wo Homosexualität tatsächlich erlaubt war. Genau. Zumindest, oder nicht verboten, kann man sagen. Und trotzdem hat es massive Repressionen und Diskriminierungen gegeben. Sie spielen dort den Röbi Rapp. Das ist ein junger Travestie-Künstler. Und jetzt schauen wir gerade den Trailer an von diesem Film und dort sieht man sie dann auch. Okay. Zu selber Zeit hat es über 2000 Abonnenten gehabt. Und jedes Heft ist von etwa 4 Personen gelesen worden, ganz im Versteck. Hallo, schönen Tag. Ich habe hier noch Ihre Wäsche. Das Grossartigste am Kreis sind die Bälle. Das sind damals die einzigen schwulen Grossanlässe weltweit. Schön, dich dort zu sehen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Frisch sein. Das ist ein Herr. Das kann nicht sein. Ich habe den Ernst nicht gesehen, an dem Tisch sitzen. Dann habe ich aber gemerkt, das ist der Star vom Kreis. Also kannst du dich nicht an den Herren waffen. Verbotene Hefte nach Deutschland schmuggeln. Wem sollte das das Leben retten? Homosexualität ist in unserem Land nicht strafbar. Nein, aber registrierbar. Alles hat angefangen, brüchig werden. Sie wollen also Lehrer werden. Und sie sind gar noch nicht gewählt. Der Kreis ist mein Zuhause und das machst du mir nicht kaputt. Für mich wird es zum Gefängnis. Wir sind kein Verbrecher. Da hat man am Schluss auch noch die realen Personen gegeben. Also das ist ein Film, das ist eine wahre Geschichte, auf realen Personen beruht. Und die beiden Herren am Schluss
Da haben Sie jeder einen davon verkörpert. Wie sind Sie zu dieser Rolle gekommen? Ich glaube, also ganz auf einem, in einem normalen Weg. Also, ich habe für die Rolle vorgesprochen. Mhm. Also, ich bin angefragt worden, eingeladen worden für das Casting. Und bin dort vorsprechen in Zürich und habe dann eine Zusage für die Rolle bekommen. Ja. Gerade überzeugt. Ja. Ich finde das jetzt noch schwierig vor. Also, meistens spielt man ja eine fiktive Person oder vielleicht eine historische Person, die meistens nicht mehr irgendwie lebt oder mhm. wo nicht so präsent ist. Aber die Person, der Röbi Rapp, der hat in diesem Film ja selber mitgespielt, der erzählt mit die Geschichte. Wie tut man sich denn so eine Rolle denn einfühlen, wenn man merkt, da ist ja eigentlich dann die richtige Person nebenan, die das alles erlebt hat? Ja. Also, es ist tatsächlich etwas anderes. Also, weil man das Gefühl hat, noch etwas im noch mehr müssen gerecht zu werden, vor allem weil halt im Film mehr oder weniger ein Drittel dokumentarisch erzählt wird, die echten Ernst und Röbi, so wie man sie gerade kurz im Trailer gesehen hat, und etwa zwei Drittel davon sind Rückblenden. Und da man halt im Film ständig eigentlich den Vergleich hat, den visuellen und genauso auch den irgendwie emotionalen Vergleich von der realen Person und zu den gespielten, das hat mir dazu geführt, dass wir uns so akribisch und eigentlich gut und genau wie möglich probiert haben, darauf vorzubereiten. Und Aber haben Sie denn voraus denn sehr stark mit ihm geredet oder ist er bei den Dreharbeiten denn dabei gewesen? Sie sind bei den Dreharbeiten nicht dabei gewesen. Okay. Also sie waren gerne dabei gewesen. Ah. Also die Vorbereitung des Films hat jetzt sehr lang gedauert. Also über mehrere Jahre. Zuerst hat er mal gedacht, dass es zu 100% ein Spielfilm wird. Mhm. Dann hat das aber nicht mit Finanzierungen nicht geklappt. Und also das war eine sehr grosse Vorbereitung. Und dann, ab einem gewissen Punkt, hat es wie geheissen, vom Regisseur aus und von der Produktion eigentlich aus, so, und jetzt machen wir den Film und sie sind dann nicht mehr eigentlich dabei. Mhm. Sie hat dann, glaube ich, am zweitletzten 3 Tage sind sie dann aufs Set gekommen. Das hat man auch in der NZZ können lesen. Da ist nämlich eine Kritik, absolut begeistert, wenn wir gleich anschauen. Mit den beiden jungen Theaterschauspielern Matthias Hungerbühler und Sven Schelke als jugendliches Paar Ostertag Rapp hat Stefan Haupt schließlich zwei überraschend souverän agierende, unverbrauchte Gesichter in diesen großen Schweizer Film gebracht. Sie stellen die eigentliche Überraschung dar und man glaubt es dem Regisseur gern, wenn er erzählt, die beiden realen alten Herren seien zu Tränen gerührt gewesen, als sie am letzten Drehtag ein einziges Mal zu einem Besuch auf dem Set erschienen seien. Wie ist das gesehen, wo Sie da erschienen sind? Ich bin tatsächlich an diesem 3 Tagen gar nicht dran. Ah, nein! Nein, wirklich, ich bin dann schon abgedreht gewesen. Also die letzten 2-3 Tage sind die Szenen gedreht worden im Schulhaus. Mhm. Also das heisst, die Szenen, wo vor allem da, Matthias Hungerbühler, also Ernst. Der Ernst, ja. Mit ihm, genau. Mhm. Im Meitli-Gimmi. Genau, aber also wir haben im Vorlauf, also auf die Frage nochmal zu antworten, im Vorlauf haben wir auch Gespräche auf jeden Fall geführt mit Ernst und Röbi. Mhm. Also weil es vor allem darum gegangen ist, für mich auch, ist darum gegangen, halt ein Gespür, also nur irgendwie zu bekommen für die Person gegenüber, wo man dann probiert. Das ist etwas Einmaliges. Also sie spielen da auch sehr impulsiv, sehr leidenschaftlich. Haben wir den Eindruck, ist das auch etwas, das in Ihnen anklingt? Oder haben Sie das wirklich sich auch eben so in die Rolle reingeben? Ich habe mich auf jeden Fall probiert, so fest oder weit wie möglich in die Rolle reinzugehen. Mhm. Was so ein bisschen ein Punkt ist, zu glauben, dass man wirklich zu 100% Bild oder so von der realen Figur machen, das funktioniert nicht. Mhm. Ich habe probiert, so nah wie möglich ein Verständnis oder ein Gefühl für ihn zu bekommen, über durch Gespräche mit ihm, über Gott und die Welt, dass man gar nicht unbedingt nur über die wirkliche Thematik des Films geredet. Mhm. Und dann auch so ein bisschen zu schauen, wo habe ich zu dem eine emotionale Verbindung zum dem. Mhm. Ja. Sind dann auch in einer künstlerischen Freiheit auch umsetzen.
Die Mary, Freiheit haben sie dann gefunden auch. Ja, ja. Also, ich hoffe es. Ja. Anscheinend, weil sie sind ja jetzt ernannt worden zum Shootingstar an der Berlinale. Vorher vielleicht noch ein kurzer Aufruf, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie dürfen gerne auch anrufen und Fragen stellen auf Nummer 061 202 95 40. Jetzt die Ernennung Shootingstar 2015. Was ist das ganz konkret? Also Sie können dort auftreten, Sie können sich präsentieren. Was bedeutet das? Was machen Sie ganz konkret? Das ist jetzt im Februar, gehen Sie nach Berlin. Mhm. Also das ist innerhalb von, also vom 6. bis zum 9. Februar sind es mehr als drei Tage, wo alle genannten Shootingstars, also die 10, durch ein ganzes Programm von Anlässen und auch Workshops und Fotoshootings eigentlich durchgeführt werden. Und es wird so eine größtmöglichste Plattform eigentlich generiert, um eigentlich für die jungen Schauspieler und Schauspielerinnen zu werben. Mhm. So. Also es geht darum, Kontakt zu knüpfen, sich bekannt zu machen. Genau. Bei Produzenten, genau. Bei Regisseuren. Also es werden dann auch so Tête-à-Tête-Meetings, so Rendezvous eigentlich mit auch internationalen Cast und Regisseuren organisiert. Haben Sie da schon im Kopf? Dann will ich unbedingt reden. Nein, also ich möchte ehrlich gesagt mit so vielen wie möglich reden. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt eine spezielle Person. Mhm. Also es ist ja interessant, es ist eine irrsinnige Plattform. Und wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, wer da schon einmal Shootingstar war und nachher eine grosse Karriere gemacht hat, also Moritz Bleibtreu, Daniel Brühl oder der Joël Gassmann, da können sich ja schon etwas erhoffen. Was hoffen Sie sich davon? Also konkrete Engagement oder Anfragen, was schaut aus nach einem so einem Auftritt? Ich glaube, das ist ziemlich, etwas ziemlich Individuelles, Verschiedenes, wie es denn läuft. Also es ist keine wirkliche Garantie zu irgendwie grösserem Erfolg oder so. Natürlich wäre es extrem toll, wenn das seine Weg geht und die Kontakte, die man kann knüpfen oder die Möglichkeit dazu hat, die zu knüpfen, dann auch in einem Projekt oder in einem Film dann enden. Ja, klar. Ja. Also Sie haben dort mit Ihrer Darstellung im Kreis überzeugt. Der Film hat wirklich auf grosse Begeisterung gestossen, aber auch auf grossen Hass. Da können wir im Blick Folgendes lesen, wenn wir geschwind anschauen. Kiew, 24 Stunden nachdem dort das Schweizer Schwulendrama Der Kreis gezeigt worden war, ist das Kino Soften in Kiew von einem Brandstifter abgefackelt worden. Die Polizei vermutet einen homophoben Hintergrund. Das ist noch so ein bisschen die andere Seite. Wenn Sie das als Künstler lesen, das geht mir da durch den Kopf. Also, ich bin tatsächlich ziemlich schockiert gewesen. In erster Linie, vor allem, weil ich auch gewusst habe, dass halt die Leute von der Crew dort waren. Wo ich zuerst einfach mal froh war, dass ihnen nichts passiert ist. Es hat mich eigentlich recht schockiert, auf der anderen Seite aber auch irgendwie komische Art und Weise bestätigt, dass es richtig und wichtig ist, auch die Thematik weiter irgendwie zu behandeln und weiter darüber zu reden, weil die wirkliche Gleichberechtigung oder fortgeschrittene Emanzipation von der Homosexualität oder von einem Umgang mit Homosexualität ist noch lange nicht an einem Endpunkt oder an einem wirklich zufriedenstellenden Punkt. Auch wenn wir in der Schweiz oft das Gefühl haben, dass es der Fall ist. Ja. Aber also, man kann auch einfach in ein Nachbarland gehen. Und dann, das ist alles und, anders. Ja, genau. Ja, ich sehe das noch ein bisschen spannend. Also jetzt können Sie nach Berlin gehen. Das ist grosse Chance. Glamour, Bekanntheit, wunderbar. Und dann gleichzeitig ein Film, wo dann eben auch die Leute eigentlich fast gefördert sind, wenn sie so einen Film machen. Auch in anderen Ländern kann man sich vielleicht das gar nicht leisten, als Schauspieler immer so einen Film mitzumachen. Mhm. Was ist Ihnen persönlich wichtig als Schauspieler? Was wollen Sie bewirken? In erster Linie ist es etwas Schönes, wenn man in jeglicher Art und Weise Emotionen auslösen kann bei anderen Menschen. Wenn man Leute kann berühren oder
aus der Fassung bringen, sei das durch Lachen, durch Freude oder dann eben auch Aggression. Also, weil es ist ja alles, sind ja alles Zeichen dafür, dass man irgendwo etwas getroffen hat oder so. Mhm. Ja, das ist auch von Stoff, von Projekt zu Projekt natürlich auch unterschiedlich, was man kann. Mhm. Was man kann erreichen, oder? Ja. Sie haben die Entscheidung, Schauspieler zu werden, anscheinend schon sehr, sehr früh getroffen. Also Sie sind hier in der Region aufgewachsen, in Rinnach, in Münchenstein, in Gym, und nach dem Gym gerade die Karriere eingeschlagen. Also warum sind Sie sich schon so von Anfang an irgendwie so sicher gewesen, das ist mein Weg? Jein. Also ich habe schon immer Freude daran gehabt, auf der Bühne zu stehen. Und, also schon als Kind haben Sie so Kindertheater und so? Oder? Ja, ja. Ich oft Kasperli gegeben. Okay. Auf gut Deutsch gesagt. Aber zum Zeitpunkt von der Matur hat es so einen Moment gegeben, wo ich, also bis dahin habe ich gar nicht gewusst, dass es Schauspielschulen gibt, zum Beispiel. Und ich habe auch nach der Matur mir nicht gesagt, ich möchte Schauspieler sein oder werden, also als Beruf, sondern ich habe mir mehr eigentlich vorgestellt, womit ich am liebsten meine Zeit möchte verbringen, meine nächste Zeit. Und da war es eigentlich sehr schnell klar gewesen, dass das Theater da einfach mir am meisten zurückgibt. Mhm. Und dann habe ich eigentlich ohne gross viel nachzudenken, mich beworben an die Schauspielschule und bin über Vorsprechen. Und dann hat es auch ziemlich schnell geklappt. Und dann, ja. Mhm. Also kommen dann auch verschiedene natürlich, tut man auch anfragen. Sie sind dann in München angekommen. Ich habe nachher gedacht, warum machen Sie die Ausbildung nicht in Zürich? Aber München ist natürlich noch eine tolle Adresse. Ist es eine Überlegung gewesen? Zürich, ist das auch eine Alternative? Es ist auf jeden Fall alternativ. Also es ist ZHDK ist eine sehr gute Schule im Bereich Schauspiel. Meine Überlegung war ein bisschen wegen dem Hochdeutsch. Mhm. Weil ich habe mir vorgestellt, wenn man jetzt zum Beispiel in Zürich oder in Bern im Unterricht Hochdeutsch redet und dann einfach die Universität oder so verlässt, ist man wieder im Schweizerdeutsch drin. Und ich habe wollte, dass Hochdeutsch wie kein Fremdspruch mehr ist. Ja, ich auch merke, dass ich Hochdeutsch rede. Mhm. So, das war natürlich in München genial. Und Sie haben noch vor Beendigung von der Ausbildung schon ein Engagement bekommen für Hamburg am Thalia Theater. Das ist ja erstaunlich. Also, wie haben Sie das geschafft? Wie ist das gelaufen? Haben Sie irgendwie die sie unbedingt wählen und dann denkt jetzt muss ich gehen. Also das ist so gelaufen, auch über mehrere Ecken. Mhm. Tatsächlich, also es hat in Zürich im Rahmen vom Mikrokulturprozent, das ist auch junge Talentförderung eigentlich, also in mehreren künstlichen Bereichen, künstlerischer Bereich und für ein Stipendium, und dort 2011 im Oktober bin ich dort vorsprechen, und dort in der Jury in Zürich ist ein Regisseur gesessen, Jan Bosse, der in Hamburg immer so eine Inszenierung pro Jahr am Thalia gemacht hat. Ich habe aber nicht gewusst, wer er ist, nicht mit ihm geredet. Mhm. Und dann im April 2012 hat dann das Thalia Theater zur Schule ein Telefon gegeben und gesagt, sie möchten gerne, dass ich dort vorspreche. Mhm. Und dann hatte ich 6 Tage Zeit gehabt, bin ich auf Hamburg gefahren, habe dort vorgesprochen. Und 3 Tage später habe ich das Telefon bekommen und das Angebot. Wunderbar. Ja. Also, manchmal braucht es auch eine gute Zusammensetzung und auch ein bisschen Glück, denke ich, dass es dann eben klappt. Es braucht auf jeden Fall Glück. Was ist das Wichtigste, was Sie gelernt haben an der Schauspielschule? Das ist sehr schwierig zum beantworten. Extrem vieles. Mhm. Also es ist nicht nur irgendwie eine Schule für die Schauspielkunst, sondern es ist ja sehr viel irgendwie gleichzeitig gekommen. Also ich bin zum ersten Mal von daheim ausgezogen. Ich bin eigentlich sozusagen ausgewandert, obwohl es einfach Deutschland ist, und in eine Millionenstadt gezogen, vor allem in einem 19-20.000 Seelendorf gewohnt und niemand kennt. Und dort
ja, auch mit einer tatsächlich doch auch anderen Kultur in Kontakt gekommen. Also es ist sehr viel, also es hat, glaube ich, einen sehr grossen Anteil in einer Persönlichkeitsbildung auch. Und das war für mich, auch. Ja, auf jeden Fall. Also auch in Bezug auf mich als private Person, genauso wie halt natürlich auch in Bezug auf mich als Schauspieler. Jetzt sind Sie in Hamburg wohnen dort. Sie sind immer noch Schweizer, aber wie setzen Sie sich dort durch? Das ist ja immer so ein bisschen, die Deutschen haben ja oft so ein bisschen, ja, die Schweizer sind so niedlich und so. Aber Sie reden perfekt Hochdeutsch, aber wie setzen Sie sich auch so durch? Also sehr oft ist es so, wenn ich es nicht erwähne, dass ich Schweizer bin, merken es die Leute auch nicht wirklich. Womit man dann, wenn sie es merken, oft konfrontiert ist, ist wirklich so ein bisschen das Ding. Ah, immer doch, immer? So. Ja, ja. Also vor allem, wenn die Deutschen probieren, Schweizerdeutsch nachzumachen. Ah, so. Oh, das ist ganz schrecklich. Nein, aber es ist eigentlich kein Thema oder überhaupt nichts Hinderliches. Also ich gehöre dort genauso irgendwie dazu, wie wenn ich jetzt Deutscher wäre. Also. Sie sind jetzt vor allem Theaterschauspieler, haben eigentlich erst einmal im Kinofilm mitgespielt. Was gefällt Ihnen besser? Das ist auch sehr schwierig zu beantworten, weil es sind doch zwei sehr verschiedene Sachen oder verschiedene Arten von Arbeiten. Ich merke, dass das Theater sagt mir in dem Sinn extrem zu, weil es so eine extrem enge Zusammenarbeit mit tollen Leuten ist, weil man sehr schnell Leute sehr nahe kennenlernt und sehr viel Zeit mit ihnen verbringt. Und es ist so eine ganz eigene Energie und Dynamik in einer Gruppe und in einem zielgerichteten Arbeiten an einem gewissen Thema oder Projekt eigentlich beinhaltet. Und dann vom Spielen her, das ist halt nur so etwas Rustikales. Also man hat wirklich jemanden vor sich und man hat Spucki vom Gegenüber im Gesicht. Und es ist noch so etwas Rustikales und man hat halt genau gleichzeitig genau im Publikum. Sie haben ja vorhin gesagt, es ist schön auch, wenn man Emotionen auslöst. Das haben wir im Kino weniger. Also ist ja dann ein bisschen Zeit versetzt. Man kriegt es halt einfach nicht, in dem Sinn nicht mit. Ja. Oder anders mit. Ja, aber genau. So, haben Sie konkrete Projekte? Jetzt, so ein bisschen, ich meine, Theater, Sie sind Ensemblemitglied, das ist klar, sind Sie dabei. Aber jetzt auch noch weitere Filmprojekte, andere Projekte, gibt es da so? Haben Sie so etwas im Petto schon? Ja, also im Moment sind eigentlich zwei Projekte so in den Startlöchern. Es ist aber tatsächlich noch nicht so an dem Punkt, wo man es schon kann, erwähnen oder dafür werben oder so. Okay, dann werden wir das noch erfahren. es gibt ja Leute, die werden dann schnell irgendeine gewisse Rolle reingedruckt, wenn sie mal einen grossen Erfolg haben für einen bestimmten Typus und kommen sie wenig ganz raus. Sie haben jetzt großen Erfolg mit dem Kreis gehabt. Dort spielen sie jetzt so einen jungen, verträumten, impulsiven Schwulen eigentlich. Wie schauen Sie, dass Sie dann nicht in dieser Rolle bleiben, sondern dass Sie eben offen sind für andere Rollen und Ihnen auch solche Angebote gemacht werden? Ich habe sehr schnell eigentlich aufgehört, über das nachzudenken. Also wenn es jetzt so wäre, dass das wirklich einfach nur noch irgendwie ein Angebot würde kommen für eine Rolle für eine schwule Mann, dann wäre das ob es ein Problem ist, weiß jetzt auch nicht, aber dann würde man sich irgendwie mehr damit übereinander sehen. Genau. Aber es scheint noch gar nicht irgendeine Gefahr zu sein, dass man sich da oder dass man schon in irgendwelche Schubladen oder so gesteckt wird oder einfach nur in gewissen Sparten wird eingesetzt werden. Okay, hoffen wir, dass das so bleibt. Sie haben jetzt noch einmal einen Auftritt in Solothurn. Genau. Sind Sie morgen dort? Genau, ganz kurz, was machen Sie dort? Also morgen ist im Rahmen der Solothurn Filmtag gibt es die Nacht der Nominierten. Mhm. Also dort werden die Nominationen bekannt gegeben für den Schweizer Filmpreis. Mhm. Und der Kreis ist in, glaube ich, sieben Kategorien oder so nominiert. Super, und dann haben Sie Auftritt. Also ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg hier natürlich in der Schweiz und weiterhin auch in Deutschland und vielleicht, wer weiß, in weltweit. Merci vielmals für das Gespräch. Ja, danke Ihnen. Dankeschön. Das war es von 061 Live. Morgen wird es wieder spannend, denn ist nämlich die Regierungsratskandidatin von der FDP, Monika Gschwind, da.
Guten Abend. «081 Live» ist Ihnen präsentiert worden von Crow Security.